Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Das sind unsere Schlagzeilen von heute Montag. Weltklimarat schlägt Alarm. Die Erde heizt sich schneller auf als befürchtet. Und schuld ist eindeutig der Mensch. Apokalyptische Szenen. Auch an der Adria werden Touristen und Bewohner evakuiert. Und die nächste Hitzewelle ist schon im Anmarsch. Gute Luft im Klassenzimmer. In den Schulen sollen Messgeräte obligatorisch werden, fordert der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer. Kunstparcours. Im bretonischen Nantes werden Künstler auf die Stadt losgelassen und umgekehrt. Und es wird endlich Sommer. Ab morgen gibt Sonne satt. Die Temperaturen klettern auf 27, im Süden auf 29 Grad. Der Klimawandel ist real, er ist verheerend, er ist menschengemacht. Das sagt der Bericht des IPCC, des Weltklimarats der UNO. Am ersten Bericht dieser Art seit 7 Jahren haben hunderte Klimaforschende aus 66 Ländern mitgearbeitet. Und der Bericht sagt auch, gestützt auf noch mehr Daten, auf ein noch besseres Verständnis der physikalischen Prozesse und auf noch bessere Modelle, es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Petra Frei. Starkregen, Überschwemmungen, Waldbrände, Hitzewellen und Dürren. Was wir seit einigen Wochen erleben, wird uns in Zukunft öfter und in stärkerem Ausmaß heimsuchen. Das ist eine der vielen niederschmetternden Erkenntnisse des UNO-Weltklimarates IPCC. An der heutigen Pressekonferenz wird Alarm geschlagen. Seit 30 Jahren warnt der IPCC vor den Gefahren der Klimaerwärmung. Die Welt hört zwar zu, aber sie scheint nicht zu verstehen. Die Welt hört zwar zu, aber sie reagiert nicht adäquat. Das Resultat: Der Klimawandel ist ein Problem im Hier und Jetzt. Auch die anschließende Präsentation lässt wenig Spielraum, um deren Erkenntnisse beiseite zu schieben. Demnach ist es unstrittig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und auch, dass die Erwärmung der Erde schneller voranschreitet als bisher angenommen. Laut wissenschaftlicher Erkenntnis ist es auch Tatsache, dass die CO2-Konzentration so hoch ist wie seit 2 Millionen Jahren nicht. Dass der Meeresspiegel so rasant steigt wie seit 3000 Jahren nicht. Auch das Niveau des arktischen Eises ist so tief wie seit mindestens 1000 Jahren nicht. Und die Gletscher schmelzen so rasant wie seit mindestens 2000 Jahren nicht. Die klare Botschaft des IPCC: Das zukünftige Klima hängt von unseren heutigen Entscheidungen ab. Und eine weitere Erkenntnis des Berichts lautet: Eine markante, schnelle und nachhaltige Reduktion von Treibhausgasen ist notwendig, um die globale Erwärmung einzudämmen. An der nächsten UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow wird sich zeigen, ob die Staatengemeinschaft die Botschaft neu nicht nur hört, sondern auch versteht und reagiert. Gerade auch Europa dürfte daran ein Interesse haben. Prognostiziert der IPCC den Europäern doch einen überdurchschnittlichen Temperaturanstieg. Extremes Sommerwetter wie dieses Jahr wird uns also noch öfter heimsuchen. Das ist ein düsteres Bild, das da vom Weltklimarat gezeichnet wird, gespickt mit Warnungen. Und man bekommt beinahe den Eindruck, im Grunde ist die Welt mit ihren Klimaschutzmaßnahmen schon zu spät dran. Thomas Häusler, Leiter der SRF-Wissenschaftsredaktion. Gibt es eigentlich einen Point of No Return? Und falls ja, ist der schon erreicht? Ja, wenn man das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens nimmt, dann haben wir diesen Punkt fast schon erreicht. Man kann es eigentlich nur noch erreichen, wenn wir den CO2-Ausstoß jetzt sehr schnell, sehr stark reduzieren. Und vermutlich müssen wir dafür in Zukunft große Mengen an CO2 noch zusätzlich aus der Atmosphäre herausholen. Ob das in der nötigen Menge möglich sein wird oder bezahlbar sein wird, das weiß heute kein Mensch. Trotzdem ist wichtig zu sagen, jedes Zehntel Grad an Erwärmung, das wir vermeiden können, wird eben mithelfen, dass Extremereignisse wie Hitzewellen etwas weniger häufig werden. So gesehen gibt es keinen Point of No Return. Diese Extremereignisse, die Sie gerade angesprochen haben, die werden ja zunehmen. Da lässt dieser Bericht kaum einen Zweifel. Ja, er zeigt sogar, dass Hitzewellen und Starkregen bereits intensiver und häufiger
geworden sind, auch in der Schweiz. Und er warnt davor, wenn die Erwärmung stark weitergeht, dann müssen wir zum Beispiel mit Hitzerekorden rechnen, die in der Höhe bisher unbekannt waren. Oder dass verschiedene Extremereignisse kombiniert am selben Ort zur selben Zeit auftreten oder an verschiedenen Orten des Planeten zur selben Zeit. Danke, Thomas, für den Moment. Wir sprechen gleich weiter. Zuerst sehen wir uns an, was das so ramponierte Klima für die Schweiz heißt. Vor der, das ist mittlerweile auch unzweifelhaft, machen keine Pandemien Halt und das Klima eben auch nicht. Urs Gilgen hat mit Schweizer Co-Autorinnen und Autoren des Klimaberichts gesprochen. Der Sommer 2021. Er hat in der Schweiz für Wetterextreme gesorgt. Regenrekorde sind vielerorts gebrochen worden. Die Folge? Seen sind über die Ufer getreten, vollgelaufene Keller, große Hagelschäden. Und das extreme Wetter dürfte noch extremer werden. Gerade diese Ereignisse, die wir vor kurzem gesehen haben, die sind völlig konsistent mit den Schlussfolgerungen vom Bericht. Und das heißt, wir erwarten, dass solche Starkniederschläge, aber auch Hitzewellen, wie wir in Kanada gesehen haben, häufiger vorkommen und sogar intensiver werden, dass sie eigentlich noch schlimmer werden in Zukunft. Extremes Wetter, Dürre, trockene Flussbette. In der Tendenz hat sich das bereits in den letzten Jahren gezeigt. Zum Beispiel mit Blick auf die Hitzetage. In Basel-Binningen ist die Zahl der Hitzetage in den letzten 60 Jahren tendenziell gestiegen. Dasselbe gilt für Sitten. Gerade in den letzten 10 Jahren ist der Anstieg deutlich zu sehen. Dabei seien das westliche Mitteleuropa und die Schweiz in einer ungünstigen Lage. Denn hier seien die Auswirkungen des Klimawandels gleich mehrfach spürbar. Das ist schon eine der Regionen, die am meisten betroffen ist. Wir haben eine Zunahme von Hitzewellen, aber eben auch von Starkniederschlägen und Dürren. Zum Beispiel in Nordeuropa hat man eher eine Tendenz nur zu Starkniederschlägen, in Südeuropa nur zu Dürren und eben in Zentraleuropa sind wir von beiden betroffen. Hinzu kommen hier noch die Auswirkungen in den Alpen, wenn die Gletscher schmelzen oder der Permafrost auftaut. Umkehrend lasse sich der Klimawandel nicht mehr, höchstens stabilisieren. Dafür müssten aber die Emissionen von CO2 und Methan schleunigst sinken, auch in der Schweiz. Wir haben große Emissionen, die größten im Verkehr. Dort hat sich wenig geändert, aber auch im Heizen und in vielen anderen Bereichen. Es gibt eigentlich in fast allen Bereichen noch deutlich Handlungsbedarf, wenn man wirklich die Ziele konsistent mit den Pariser Abkommen erreichen möchte. Denn aus Sicht der Forschung ist klar, ohne massive Reduktion der Emissionen werden die Folgen noch extremer. Umkehren lasse sich der Klimawandel nicht mehr, höchstens stabilisieren, hat es eben geheißen. Thomas Häusler, wie lässt sich das ausdeutschen? Ja, das heißt, gewisse Vorgänge, die durch die steigenden Temperaturen angestoßen worden sind, die werden eben über sehr, sehr lange Zeit weitergehen. Ein eindrückliches Beispiel liefern die ansteigenden Meere. Also selbst wenn es uns gelingen würde, die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stabilisieren, würden die Ozeane noch bis Ende Jahrhundert um 30 bis 55 Zentimeter ansteigen und danach noch 2000 Jahre weiter bis auf 2-3 Meter. Das würde Gebiete betreffen, in denen heute Hunderte von Millionen Menschen leben. Sagt Thomas Häusler, Leiter der SRF-Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank. Große Trockenheit, Höchsttemperaturen, das sind extreme Ereignisse. Und daraus resultiert selten Gutes. Die Menschen in Südeuropa erleben das gerade in Form von Waldbränden. Derzeit brennt es vor allem in Süditalien, der Türkei und in Griechenland. Die Feuerwehren stehen dort im Dauereinsatz. Die größte Feuerfront befindet sich auf Euböa, der zweitgrößten griechischen Insel. Der Nordteil ist mittlerweile fast vollständig vom Rest der Insel abgeschnitten. Rettungskräfte, Freiwillige und Einwohner versuchen, die Feuer zu tilgen. Seit 7 Tagen fressen sich auf Euböa die Flammen durch Wald und Gebüsch. Inzwischen kommt auch Unterstützung aus der Luft. Doch die Flammen sind stärker. Die Rauchentwicklung treibt die Bewohner in Richtung Küste. Viele von ihnen finden vorübergehend Zuflucht auf Fähren, die extra angelegt haben. Oder sie warten auf Hilfe am Strand. Die Menschen lebten vom Wald, vom Ackerbau, von den Oliven, von der Viehzucht und vom Tourismus. Davon ist jetzt nichts mehr übrig.
Bisher konzentrierten sich die Löscharbeiten auf den Norden Athens. Dort sind die Brandherde inzwischen unter Kontrolle. Über 20 Nationen stehen Griechenland im Kampf gegen die Brandkatastrophe zur Seite. Auch die Schweiz ist seit dem Wochenende im Einsatz mit einem humanitären Nothilfeteam und 3 Löschhelikoptern. Wir sind so organisiert, dass wir fliegen nämlich mit 1 griechischen Super Puma voraus und wir folgen mit 2 von unseren Super Puma, Schweizer Super Puma, hinten dran. Also wir haben immer so einen Verbandsflug mit 3 Super Puma im Einsatz. Die Schweizer Super Pumas sind heute bereits 2-mal zu Löscheinsätzen auf die Insel Euböa aufgebrochen, aber ohne Erfolg. Es fehlt die Sicht auf die Brandherde. Je stärker der Wind, desto mehr Rauchentwicklung gibt es und auch größere Flammen. Und das Risiko besteht für uns, dass wir das Feuer nicht mehr bekämpfen können durch die Rauchentwicklung. Heute Abend startet die Schweizer Luftwaffe einen weiteren Versuch. Die Brände auf der Insel sind noch lange nicht unter Kontrolle. Löscheinsätze aus der Luft wären also eine dringend benötigte Hilfe. Heute vor genau einem Jahr hatten viele Menschen in Belarus genug. Da rief Dauermachthaber Lukaschenko einmal mehr seine Wiederwahl aus, allen Vorwürfen der Wahlfälschung zum Trotz. Was in den Tagen und Wochen danach folgte, waren Massenproteste, die vom Regime teils unbarmherzig niedergeknüppelt wurden. 10 Menschen kamen dabei ums Leben, Tausende wurden verletzt, 36.000 festgenommen. Unzählige Oppositionelle flohen ins Exil, ins Ausland. Heute hat Lukaschenko eine trotzige Bilanz gezogen, mit einem Auftritt vor handverlesenen Journalisten und treuen Gefolgsleuten. Der Langzeitherrscher herrscht immer noch über ein Land, in dem sich niemand mehr getraut, offen zu protestieren. Daniel Weyer. Der Auftritt von Alexander Lukaschenko ist unbescheiden als großes Gespräch mit dem Präsidenten angekündigt. Es sagt viel aus über das Selbstverständnis des seit 1994 amtierenden Machthabers. Im Rückblick auf die Wahl lobt er sich indirekt als lupenreinen Demokraten und bezichtigt die Opposition, einen Umsturz geplant zu haben. Wir wollten Wahlen mit totaler Transparenz. Doch während die einen faire und gerechte Wahlen anstrebten, riefen andere zu einem Putsch auf. Aus Sicht der 66-Jährigen sind es immer die anderen, die schuld sind. Das gilt für den Tod des Dissidenten Shishko, das gilt für die Flucht der Athletin Timanowskaja und es gilt für die forcierten illegalen Grenzübertritte von irakischen und anderen Flüchtlingen in die EU. Zur selben Zeit, wie Lukaschenko spricht, 170 Kilometer nordöstlich im Exil in Litauen, Svetlana Tichanowskaja. Die Oppositionsführerin hatte zuvor vor Protestaktionen in Belarus abgeraten, weil der Preis dafür zu hoch wäre. Tichanowskaja rief insbesondere die EU, Großbritannien und die USA dazu auf, den Druck auf Lukaschenko zu verschärfen. Es muss eine neue Welle von Sanktionen gegen das Regime geben. Eine andere Sprache versteht es nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nur Sanktionen Lukaschenkos Verhalten ändern konnten. Sanktionen und Proteste wie hier von Exil-Belarussen in Polen sind jedoch nur bedingt wirksam, sagt Russland-Korrespondentin Lucia Czirki. Ein Jahr nach den manipulierten Wahlen in Belarus scheinen die Aussichten für eine Lösung der politischen Krise düster. Hauptverantwortung dafür trägt Alexander Lukaschenko. Doch alleine mit Gewalt wäre ihm der Machterhalt nicht gelungen. Sein politisches Überleben finanziert der Kreml. Es wäre höchste Zeit, ein Jahr nach den manipulierten Wahlen, Wladimir Putin auf seine Mitverantwortung für die anhaltende Repression in Belarus anzusprechen, mit Moskau nach Kompromissen zu suchen und nötigenfalls Konsequenzen zu ziehen. Denn ein Jahr nach den Wahlen scheint klar, das Schicksal von Belarus entscheidet sich in Moskau und nicht in Minsk. In vielen Schweizer Schulen herrscht dicke Luft. Das hat jetzt nur am Rand mit Corona zu tun und bezieht sich schon gar nicht auf die zwischenmenschliche Atmosphärik. Es geht tatsächlich um die Luft in Schweizer Klassenzimmern bzw. deren Qualität. Die ist nicht immer und nicht überall gut. Und deshalb soll jetzt in einem ersten Schritt die Luftqualität gemessen und dann verbessert werden. So gefordert vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und berichtet von Harry Strehl. Frische Luft fürs Klassenzimmer. Die Qualität der Raumluft sei oft ungenügend, sagt der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer.
Er fordert heute CO2-Messgeräte in sämtlichen Klassenzimmern an allen Schweizer Schulen. Es ist so wichtig, weil wir jetzt in der Pandemie wissen müssen, wie die Luftsituation ist, wegen der Aerosole. Es war aber auch schon früher wichtig, denn wenn die Luft schlecht ist, dann können die Kinder erwiesenermaßen nicht so gut lernen. Das Zürcher Start-up-Unternehmen Karu produziert seit einem Jahr CO2-Messgeräte und beliefert bereits einige Schweizer Schulen. Der Kanton Basel-Landschaft zum Beispiel hat seine Schulzimmer größtenteils mit dieser CO2-Ampel ausgestattet. Wenn die Luft im Raum schlechter wird, das heißt, das CO2 steigt, ich zeige das mal, dann verändert sich die Farbe von grün nach orange und dann nach rot. Und das zeigt an, dass die Luft schlechter ist und bei rot sollte dann gelüftet werden. Viele unserer Kunden haben ein Lüftungsämpli eingeführt. Das heißt, die Kinder, die gehen selbstständig das Fenster öffnen, wenn das Gerät rot leuchtet. Also nicht ständig lüften, sondern erst dann, wenn die Luftqualität abnimmt. Es ist nicht neu, dass die Luft in Klassenzimmern bemängelt wird. Laut einer Studie von 2019 des BAG ist die Qualität der Raumluft in 2 von 3 Schweizer Schulzimmern ungenügend. Die CO2-Messgeräte sollen ein erster Schritt für bessere Luft sein. Wenn wir das kennen, wenn wir wissen, nach einer Viertelstunde ist der CO2-Gehalt schon überschritten, den es haben dürfte, dann kann man entsprechende Lüftungen planen und ins Schulzimmer bauen lassen. Ein Messgerät pro Klassenzimmer. Die Entscheidung für solche Anschaffungen liegt bei den Kantonen und Gemeinden. Wenn man sich die Kursstände an den internationalen Börsen so ansieht, dann käme man nicht auf die Idee, dass vor nicht allzu langer Zeit die Weltwirtschaft von einer ausgewachsenen Pandemie in den Schwitzkasten genommen worden ist. Der Arbeitsmarkt reagiert bei der Rückkehr zu Vor-Corona-Zeiten etwas behäbiger, aber er reagiert. Im Frühjahr 2020 waren über 25% der Angestellten in Kurzarbeit. Heute ist es nur noch ein Bruchteil davon. Marco Schnurrenberger. Verwaiste Straßen, leere Geschäfte, trockengelegte Restaurants. Bilder, die zumindest vorläufig der Vergangenheit angehören. Das Leben in den Straßen ist zurück und damit alle verköstigt werden können, braucht es wieder mehr Personal. Eine Erholung am Arbeitsmarkt, die nicht nur in der Gastronomie zu beobachten sei. Man muss sich zurückerinnern, Januar, Februar hatten wir über 500.000 Personen, die noch in irgendeiner Art und Weise Kurzarbeit bezogen haben. Jetzt im Mai waren es etwa noch die Hälfte. Und wenn ich die neuesten Zahlen noch anschaue, dann ist die Tendenz nochmals deutlich rückläufig. Mittlerweile gibt es deutlich weniger als 200.000 Menschen mit Kurzarbeit und dazu kaum Entlassungen. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin unter 3%. Etwa 128.000 Personen waren im Juli als arbeitslos gemeldet. Das sind 13,8% weniger als im Vorjahr. Stark abgenommen hat die Jugendarbeitslosigkeit. Etwas mehr als 12.000 waren ohne Job, ein Rückgang von 31,8%. Der Grund? Unternehmen investieren wieder. Universitäts- und Lehrabgänger finden direkt nach der Ausbildung schneller einen Job. Es sind deutlich bessere Aussichten am Schweizer Arbeitsmarkt als noch vor kurzem. Auch dank milliardenschwerer Kurzarbeitinvestitionen während Zeiten, als die Straßen nicht belebt waren. Durchgesickert war es schon am Wochenende. Jetzt ist die Neubesetzung des Trainerpostens der Schweizer Fußballnazi wasserdicht. Murat Yakin wechselt von der Challenge League in die helvetische Oberstliga. Heute Nachmittag wurde der neue Trainer in Muri bei Bern am Hauptsitz des Fußballverbands den Medien vorgestellt. Matthias Krobat. Viel Vorfreude und Selbstvertrauen. Beides ist spürbar bei Murat Yakin, als er Punkt 15 Uhr im Medienraum des SCV Platz nimmt. Ich denke, dass mit meinen menschlichen Kenntnissen, dass ich die Mannschaft auf eine neue Story, auf eine neue Herausforderung mit neuen Challenge, diese Mannschaft zu einem Erfolg bringen kann. Der 46-Jährige war zuletzt Trainer beim Challenge-Ligisten FC Schaffhausen. Doch den Verband hat Yakins erfolgreiche Vergangenheit überzeugt.
Der 49-fache Ex-Nationalspieler führte den FC Basel 2013 in den Halbfinal der Europa League. Wir sind überzeugt, dass Murat Yakin kann gut diese Mannschaft weiterentwickeln. Schon bald gilt es ernst für Yakin. Schon am 5. September trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auf Europameister Italien. Es war ein sehr entspannter Auftritt von Murat Yakin. Man hat seine Vorfreude deutlich gespürt. Es zieht ihn nach Jahren in der Challenge League zurück auf die große Fußballbühne. Und dass er auf dieser bestehen kann und bestehen wird, daran haben weder er noch der Verband Zweifel. Nur wird sich Murat Yakin in den nächsten Monaten nicht nur fußballerisch taktisch beweisen müssen, sondern auch als Aushängeschild des Schweizerischen Fußballverbandes. Man erhofft sich, mit ihm wieder nahbarer zu werden und dass er mit seinem Charisma die Stimmung rund ums Nationalteam positiv beeinflussen kann. Die bretonische Großstadt Nantes in Westfrankreich ist durchaus eine Reise wert. Und im Sommer ist Nantes noch eine Reise werter. Der Grund für diese Steigerungsform ist eine spannende Kunstform, ein Kunstparcours, genannt Le Voyage à Nantes, der seit 2012 mit poetischen, skurrilen und auch mal surrealen Installationen heimisches wie touristisches Publikum überrascht. Und das an jeder Straßenecke neu. Auch Alexandra Gubser hat sich überrascht. Neptun muss dringend seinen Sextanten justieren lassen. Oder ist er, der Römer, mit seinem rostigen Kahn etwa absichtlich zu Füßen von Amtskollegin Amphitrite gestrandet, der griechischen Meeresgöttin? Beeindruckend ist Hugo Schiavis monumentaler Schiffbruch mitten in Nantes tatsächlich. Er konfrontiert die Stadt mit ihrer maritimen Vergangenheit. Doch wie immer bei der Reise nach Nantes sei es der Ort, der den Künstler wähle, nicht umgekehrt. Wir bestimmen die Standorte und diese führen uns zu den Kreativen, je nachdem, was sie bereits geschaffen haben, je nach Eigenart. Wir laden Künstlerinnen und Künstler zur Interaktion ein und sie kreieren etwas, das dem Ort und seiner Geschichte entspricht. Es ist das Umfeld, das das Kunstereignis macht. Die Hauptperson ist die Stadt. Die grüne Linie am Boden, die sich auf 20 Kilometern durch Stadt und Umgebung schlängelt, verbindet über 60 Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke, wobei sich Verspieltheit und Ernsthaftigkeit die Hand reichen, wie im Schloss der Herzöge der Bretagne. Im Innenhof erinnert Romuald Hazumes Installation mit leeren Kanistern an Nantes so florierenden wie unrühmlichen Sklavenhandel mit Amerika. Derweil draußen über dem Wassergraben eine 50 Meter lange Rutschpartie ins Ungewisse lockt. Der heimliche Star der diesjährigen Voyage à Nantes ist aber die Rollschuhpiste vor dem Theater Grallin. Ich komme jeden Tag her. So gehe ich raus und hocke nicht nur zu Hause vor dem Fernseher. Später will ich mal Profiskater werden. Sein Weg dahin ist wohl noch länger. Für die drei jungen Architekten jedoch, die sich diesen Rollerspielplatz ausgedacht haben, ist das Ziel längst erreicht. Es ging uns darum, dass sich Leute, die jeden Tag hier durchgehen oder einen Kaffee trinken, mit jenen vermischen, die sich ausprobieren oder sich den Platz auf andere Art aneignen wollen. Nach 10 Jahren Reise nach Nantes hat die Kunst die Poren der Stadt infiltriert. Ob mit den Fidelen Filili Viridi des Grafikers Jean-Julien in der Grünanlage beim Bahnhof, ob mit den Machines de Lille auf dem früheren Werftgelände, inspiriert von den imaginären Welten von Jules Verne, einem Sohn der Stadt. Für Nantes ist das Rezept aufgegangen. Bis 800.000 Besucher lassen sich das jährliche Freiluftspektakel zwischen Anfang Juli und Mitte September jeweils nicht entgehen. Bretonischer Wetterkapriolen zum Trotz. Die erste 10 vor 10 Ausgabe der Woche mit Binja Silberschmidt. Ja, auch bei uns sind die nackten Tatsachen des Klimaberichts Thema mit Antworten aus der Schweizer Hightech-Branche. Welche Innovationen könnten dem Klimawandel Stirn bieten? Dann, viele Menschen haben noch Monate nach ihrer Corona-Erkrankung kein Geschmacks-, kein Geruchsempfinden mehr. Eine Riechtherapie aus Frankreich gibt nun Hoffnung. Und tausende Jugendliche beginnen jetzt ihre Lehre. Eine Handvoll wählt dabei Berufe, die sehr selten sind oder geworden sind. Ein Porträt über Leidenschaft und erstaunliches Handwerk um 10 vor 10. Danke, Binja.
Ja, das ist der Stand der Dinge. Moment, hier geht es jetzt weiter mit Meteo. Und dann gibt es wieder Rückfragen im Showformat, also das SRF Retro-Quiz. Einen schönen Abend.